Garmische Duo. Willkommen zu Babkas Fahrsicherheitstraining am Dreirad. Hier nochmal kurz die Erinnerung der Bilder, warum das überhaupt notwendig ist. Panzersperre, die er versucht hat zu zerstören, und einmal eine Garage, die er versucht hat zum Einsturz zu bringen mit seinem anderen Auto. Deswegen darf er immer mehr mit Autos fahren von der Firma, sondern jetzt mit diesem wunderbaren Dreirad vom Chef. Lieber Patka, sehr viele Menschen machen sich Sorgen um dich und haben auch gesagt, das ist sehr lieb von allen, wir sollen dich in Schutzkleidung stecken, damit dir nichts passiert. Deswegen haben wir anhand von vielen Vorschlägen folgendes großartiges Sicherheitskonzept für den Patka entwickelt. Wir präsentieren Patkas Sicherheitsanzug für sein Fahrsicherheitstraining. Ja, wunderbare das ist Sturzhelm. So viel deppert, ja. Verziert von unserer Taskforce und auch, weil am Dreirad gibt es natürlich keine Airbags, deswegen hast du die Airbags gleich auf dir. Schwimmflügeln, ja, ausgezeichnet. Konzentrationsfahrt? Ja. Du musst da durchfahren, Slalom, abwechselnd. Aha. Und zwar konzentriert, deswegen heißt es ja auch so. Und zwar hast du einen Kochlöffel im Mund. Nein, das ist ja doch behindert. Wo ein Stamperl Milch draufsteht. Und das sollte halt nicht verschütten. Sobald verschüttet, füllen wir es wieder auf. Du, die hackst ein bisschen auseinander. Ich bin unbeweglich, Alter. Und? Bequem? Scheiße, Mann. So, also ich würde sagen, das ist die perfekte Konzentrationsübung, ja, wie man mit so einem Dreirad da vorfahren kann. Patka, ich würde sagen, go! Los! Aber, weißt du, konzentrier dich, gell? Vorsichtig. Und da ist er schon unterwegs! Da ist er unterwegs! Sensationell macht er das! Sehr gut, Patka! Ein bisschen viel Weißes auf der Hose, passiert dir das öfter? Das ist unfair! Und geht schon wieder! Schön aufgeführt! Ich habe einen Tropfen Milch auf der Hand, weißt du, grauslich? Das geht nicht. Kannst du bitte dein Fahrzeug nicht schmutzig machen? Das ist ziemlich grauslich, oder? So. Alter, du weißt, wie anstrengend das ist. Was ist jetzt? Jammerst du mal dumm, dass das Dreirad nicht geht, oder was? Ja. Ist jetzt, können wir nicht machen, weil ein Dreirad ist zu klein. Aha. Außer wir haben ein bisschen größeres Rollgerät für dich und dann musst du es trotzdem alles machen. Weil wir ja gewusst haben, dass du ein Rad bist und dann sagen wir, ich kann nicht fahren mit dem Dreirad, ich kann nicht fahren. Haben wir dir sogar ein kleines Go-Kart gecheckt. So. Und los. Das ist fast langweilig. Das kann er jetzt wirklich so gut, dass das funktioniert. Aufgabe 1. Huh. Sagen wir, sie ist vorbei. Nachdem du ja, lieber Patka, bei der Kurve eine Garage fast zum Einsturz gebracht hast, gibt es eine eigene Rubrik, und zwar Kurvenabstandshaltung. Das heißt, das ist eine Kurve, die du jetzt fahren musst. Ja. Und ich werde in der Mitte stehen und schauen, dass du auch den Abstand in beide Richtungen gut einhalten kannst. Ja. Ja? Und damit du ein bisschen Anreiz hast, diesen Kurvenabstand auch wirklich einzuhalten, haben wir da diese berühmte... Ist das grindig, Alter. Es geht los. Na, das ist viel zu nah, wie soll ich da durchkommen? Ja, bemühe dich halt ein bisschen. Hey, bist du in die Wand gefahren? Bist du in die Wand gefahren schon wieder? Schon wieder? Na, weich aus! Na, willst du nicht mehr ausweichen? Na, fahr und weich aus gleichzeitig! Geh weg! Oh je, du bist den Garagenpfeiler schon wieder reingefahren. Ja, aber was soll man dazu sagen? Wenn du nicht einmal eine einfache Hand ausweichen kannst, ist das natürlich eine Tragödie mit dir. Ja? Ganz, ganz wichtig, von vielen gefordert, ja, die Schleuderplatte.
ihr habt es aber eh schon gesehen, so langsam wie der fährt, was soll da passieren? Ja? Die funktioniert ja dadurch, dass du eben, wenn du schnell drüber fährst, geschleudert wirst. Deswegen aber haben wir hier dieses Abschleppseil und ich werde die Schleuderplatte sein. Ich will mir aber nicht wehtun, ja? Oh, will ich nicht wehtun. Gut, also ist schon, ja, fährt schon. Ich kann gerade noch mithalten vom Tempo, es ist wirklich ein spannendes Rennen. Und in irgendeinem Augenblick kann es soweit sein. Und da hat er sich gehalten. Und er probiert es weiter, er probiert es weiter hier. Er kämpft sich durch. Alter, ich scheiß mich Uhr an. Wirklich? Hervor, Tempo! Du ziehst ja so deppert. Ich ziehe noch gar nicht. Nein, aber nachher wieder dann. Aber wann ziehe ich? Au, weh! Und da hat die Schleuderplatte ihn zu Boden gerungen! In einem unfassbaren Kraftakt! Das hat jetzt ehrlich gesagt ein bisschen besser funktioniert, als ich glaube. So. Nächster Versuch. Mir ist auch wichtig zu sagen, für deine Sicherheit, Patka, du musst dich wirklich konzentriert sein. Komplett ich weiß eh, dass du gleich ziehst. Nein, ich überhaupt nicht verfahren. Also das Wichtige ist, wenn man sich gut festhält, kann einem nichts passieren. nichts passieren, wollte ich sagen. Du musst dich besser festhalten, Patka. Oh, damit tut schon alles weh. Oh. Ja, weil du dich nicht festhaltest. Na, wir sollen nicht festhalten, wenn es umfällt. Im Radio nichts mehr wird, wäre ich Schleuderplatte vom Beruf, oder? Also jetzt wirklich, du musst dich darauf einstellen. Genau dafür ist die Schleuderplatte da. Du musst dich geistig darauf vorbereiten, was passiert, wenn der Ruck kommt. Ja, ich dass ich hinfalle. Nein. Nein, du Trottel. Du sollst dich festhalten und so konzentrieren drauf. Ich kann nicht. Du ziehst dich weg. Sagst du, dass du Schleuderplatte da oder zur Garagenwand? So, jetzt hier, genau das will ich sehen. Hohe Anspannung. Jawohl, Körperspannung, das ist richtig. Oh, ui, nein, das war noch nichts. Das war ein leichter Schlenker da. Hui, und da ist... Oh, weh. Und was hat das gebracht, außer dass ich das ganze Klumpert mitgezogen habe? Okay. Ich will nicht mehr. Ja gut, ich würde sagen, Schleuderplatte 1, Patka 0, oder? Also... Aber wenn ich es einzeln sehe, war es noch viel mehr. Das ist die Simulation der Panzersperre. Einen Limbo. Limbo du, Limbo da, über der Wappa. Lass das oben und dann hast du die Panzersperre, ist eine rhythmische Panzersperre. Na geht schon. Stopp. So, die zweite wird natürlich ein bisschen niedriger. Das ist eine Ultra-Panzersperre. So, es wird spannend. Oh mein Gott! Und da kämpft er wie ein Löwe. Ein müder Alter, aber ein Löwe. Und ui! Ja, der Deckenlack ist schon angekratzt oben. Aber es ist gerade noch irgendwie... Na, schau, da ist er natürlich schon ein schwerer Lackschaden. Auch passiert, kein Problem. So, und jetzt natürlich die dritte Panzersperre. Also genauso wie er damals mit dem LKW bei der UNO City durchgefahren ist, ja? Ich habe mir überlegt, die normalen Wasserwände sind natürlich erstens wieder für höhere Geschwindigkeiten und die sind statisch, das ist langweilig, ja? Vor allem weil du auch quasi statisch bist. Deswegen habe ich eine mobile Wasserwand in meiner Hand und werde die zu unvorhersehbaren Zeiten einsetzen. Mhm. Du solltest im Idealfall dann stehen bleiben. Aber du machst das schon vor mir und nicht auf mir. Ich werde es probieren. Also, das ist die mobile Wasserwand, die in jedem Augenblick sich senken kann. Oder auch nicht? Geht schon? Ich brauche nicht fahren, die ist direkt von mir. Ja, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Stopp! Hoppala! Platzring! Es ist für deine Sicherheit. Es ist für deine Sicherheit. Es ist für deine Sicherheit, Patka. Gib mir die Chance ab. Ich gehe mit! Also. Oh.
Oh, das Einhorn! Na, geht schon. Fahren wieder retour. Oh. Da wieder stehen bleiben können. Oh. Hoppala, hoppala! Das war ein schlimmer Platzregel, gar nicht aufgehört. Ich mach wieder um. Oh, oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen! Na ja, gut. Geh weg von uns! Okay. Ja, also jetzt natürlich die finale Frage. Lieber Batka, fühlst du dich jetzt gerüstet, wieder auf die Straße zu fahren? Natürlich. Danke für dieses Fahrsicherheitstraining. Ich fühle mich jetzt wirklich viel sicherer bei mir selber, wenn ich fahre. Weil so, wenn ich jetzt Nein sagen würde, kommt noch irgendwas. Na, das Ding ist ja, vor allem, es geht gar nicht darum, wie du dich fühlst. Es geht ja um meine letztendliche Beurteilung. Ja, ja, oder? Gut. Ich würde sagen, das lassen wir die Leute in den Kommentaren auf Facebook und Instagram entscheiden. Ja? Mitleid, bitte, Mitleid. Also, blaues, gelbes Herz und Daumen hoch, wenn ihr findet, der Batka hat das geschafft. Gerne aber auch Daumen nach unten. Ja? Und wir werden schauen, ob du wieder unterwegs sein darfst mit deinem Auto. Also bitte, haut in die Kommentare eure Beurteilung von Batkas Fahrsicherheitstraining ein. Ich habe alles gegeben. In diesem Sinne, alles Gute. Bedenkt aber auch, wenn ihr ihn positiv bewertet, dann kann es sein, dass ihr euch auf der Straße begeht und euch zusammenführt. Ja? Weil das ist ja, was der Batka so macht, als Hobby. Gut, ich fahre bitte nur gegen Wände. Toi, toi, toi. 88.6. So rockt das Leben.